Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Paragon-Opening. Wir haben nämlich wieder ein paar Kisten erfarmt und heute ist was ein bisschen besonders, denn Blizzard hat ein bisschen was gepatcht an den Paragon-Kisten. Sie haben eine Bad Luck Protection eingebaut. So wie ich es gelesen habe, sollte das ab heute live sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Und ja. So wie ich das verstanden habe, soll es so sein, umso mehr Kisten man aufmacht, umso höher geht die Chance für die Essenzen. Das gilt aber nur für die BFA-Paragon-Kisten und auch nur für die Rang 4 Essenz. Und das sind die Sachen, die ich noch brauche. Also sprich, wir reden hier von diesen Essenzen. Ich bin jetzt auch schon im DD-Spec und habe auch DD hier eingestellt. Und ich hoffe, dass ich was rausbekomme. Wir haben 4 Stück im Inventar, wie ihr seht, 4 Paragon-Kisten. Eine haben wir hier hinten noch drin, die kann ich dann gleich noch holen. Und ja, ich hoffe, ich krieg was. Ich brauche nämlich insgesamt noch eine Essenz bei Nasjatar, bei den Ankuanern und 2 hier in Mechagon. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach durch. Meine erste Kiste auf. Das war einmal nix. Dann machen wir die zweite auf mit den Rajani. Das war auch einmal nix. Und jetzt haben wir 2 noch da, wo was drin sein kann. Rostbolzen. War auch nix. Okay, Ankuaner. Okay, es klappt ja schon gut mit der Mechanik hier. Komm, noch eine letzte. Ah, da ist eine Essenz drin. Was haben wir denn hier? Rang 4 Reinigungsprotokoll. Die werden wir gleich mal einsetzen. Gut, also ich sag mal so, cooler wäre es gewesen, wenn ich alle Essenzen rausbekommen hätte, aber war abzusehen. Das war abzusehen, aber aus 3 Kisten, wo eine Essenz hätte drin sein können, war auf jeden Fall eine drin. Die ersten beiden, die ich aufgemacht habe, aus quasi Uldum und aus dem Tal, ist es so, dass ich die Essenzen schon habe, aber da können Pets drin sein und die Pets sind relativ viel Gold wert, deswegen habe ich die auch noch immer mit dabei und ja, so ein bisschen zum Gucken. Jetzt muss ich mal schauen, ob das die DD oder die Heiler-Essenz ist, denn ich brauchte von Mechagon noch die DD und Heiler und von Nasjatar, wie gesagt, nur noch die Heiler-Essenz. Jetzt müsste ich mal schauen, wenn es die DD-Essenz ist, dann würde ich nur noch beide Heiler-Essenzen brauchen. Und dann wären wir zumindest mit den Rufdingern soweit fertig, ne? Aber ein bisschen muss ich leider dort trotzdem noch Dailies machen. Hilft leider nichts. Jetzt schauen wir mal, welche von den Essenzen das ist. Wahrscheinlich nicht. Ah, nee, das war eine Heiler-Essenz, ne? Oder? Nee, das war die DD-Essenz. Ah, okay. Das war tatsächlich die DD-Essenz. Jetzt fehlen wir nur noch beide Heiler-Essenzen, oder? Jetzt gucken wir mal, das ist Queen, genau hier Ankuana. Das müsste die Heiler-Essenz sein. Und Rossbolzen, auch die Heiler-Essenz. Heißt, bei den nächsten Kisten werde ich mal auf Healsbecken und dann das damit probieren. Und dann quasi die, ja, als Heal aufmachen, auch noch Heal Affinity, oder nicht Affinity, sondern Heal als Loot auswählen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, man soll sie anscheinend auch anders bekommen, aber einfach so fürs gute Gefühl nehmen wir es mal mit und dann schauen wir mal, ob wir die letzten beiden dann demnächst auch noch bekommen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt alle Ruffraktions-Essenzen für die Katze auch habe. Bär haben wir ja schon vor einer Weile bekommen, das waren ja die ersten, die wir gekriegt haben. Und ja, die Heilungsdinger kriegen wir jetzt hoffentlich auch noch. Vielleicht bringt die Bad Luck Protection da auch noch ein bisschen was rein. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr jetzt Kisten aufgemacht habt, ob euch diese Bad Luck Protection was gebracht hat. Mir fällt gerade ein, wenn dieses Video rauskommt, dann ist das wahrscheinlich schon ein bisschen live. Also ihr dürftet wahrscheinlich schon die eine oder andere Kiste damit geöffnet haben. Gut, okay, das war's mit dem kleinen Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tina, bis zum nächsten Mal. Ciao.